Ja, hi, bin wieder da. Gute Nachricht ist, die Gehäuse sind geleimt, sehen auch gut aus. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, auf die Deckel, also Boden und Deckel, nochmal 3 mm drauf zu leimen. Weil das Blöde ist, hier sind ja die Leimfugen. Und ich habe ein bisschen Bange, dass mir da das Furnier nachher durchschlägt. Deswegen habe ich die draufgeleimt und werde jetzt die Überstände mit einem Bündigfräser abfräsen. Bei der Box hier habe ich das schon mal gemacht. Das ist, ja, perfekt nicht. Das ist ziemlich gut geworden. Heißt, einmal mit dem Bündigschleifer schleifen, fräsen, mit dem Bündigfräser und dann einmal mit Schleifpapier drüber gehen. Dann sind die Kanten super. Und das mache ich jetzt mit den anderen Boxen auch noch. Deswegen viel Spaß beim Zugucken. Ich bin dabei. So, das ist jetzt ein Gehäuse. So, man kann hier, glaube ich, ganz gut sehen. Ja, hier ist so ein 3 mm starkes HDF-Brettchen. Alles wunderbar bündig, alles glatt. Und ringsherum kommt Furnier drauf. So, dafür habe ich dieses Furnier. Das Muster, die Maserung, ob es euch gefällt. Ist mir relativ Wurst. Mir gefällt's, ich finde es gut. Das kommt an den Seiten und an die Rückwand dran. Vorne kommt ja noch die Schallwand. Die kommt später. So, der Plan, weil ich ja hier nur im Prinzip wirklich die Wände habe, war eigentlich. Und ich schneide mir aus dem Furnier dünne Streifen raus und leimen die dann schön auf Gärung quasi im 45 Grad Winkel zusammen. Das ist natürlich jetzt völliger Quatsch, nachdem ich dann angefangen habe zu denken, weil oben ist es ja jetzt 3 mm dicker als an den Seiten. Also von wegen 45 Grad Winkel, das funktioniert nicht. Weil das muss auf Millimeter, auf Zehntel Millimeter genau. Und das funktioniert einfach nicht. So, mit den langen Leisten, die jetzt einfach gerade runterschneiden, geht auch nicht. Deswegen habe ich mir. Nicht kaputt machen. Deswegen habe ich mir jetzt im Prinzip so ungefähr in der Größe von der Rückwand Furnier zurechtgeschnitten und habe da schon mal so ganz grob eine Öffnung reingemacht. Das ist überhaupt nicht genau, das soll auch gar nicht genau sein, soll überall ein bisschen Überstand haben, falls da ein bisschen was verrutscht. Den kann ich dann wegnehmen. Das Furnier selber ist eine ziemlich coole Sache. Das sieht zwar aus wie aus dem tropischen Regenwald, ist es aber nicht. Moment, das sind alles einheimische Hölzer, schnell nachwachsend. Die sind in Furnierstreifen geschnitten worden und dann halt so wieder verleimt, dass es so aussieht. Ist umweltfreundlich wie noch was. Und die haben hinten, ja, vielleicht ein Zehntel Millimeter dickes Vlies drauf. Deswegen sind die wesentlich unempfindlicher als
ich sag mal echte Furnierblätter. Und die leime ich einfach auf. Ich muss mal gucken, wie ich euch das zeige. Dann könnt ihr daran teilhaben. Deswegen sage ich jetzt erstmal bis später. Ich gucke mal, wie ich das am besten filme. Bis dann. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Ich habe mir jetzt einfach mal diese Rähmchen hingelegt. Ich mache die erstmal ein bisschen feucht. Also die müssen nicht nass sein, sondern wirklich ein bisschen feucht. Das hat direkt mehrere Vorteile. Der erste Vorteil ist, beim Bügeln verkokelt das Holz nicht so leicht. Das zweite ist, die werden einfach ein bisschen geschmeidiger, weil die ansonsten schon ziemlich trocken sind. So, deswegen lassen die sich dann einfach ein bisschen besser verarbeiten. So, umdrehen. Dass das Vlies oben ist. So, und dann kommt da jetzt Leim drauf. Nicht, ob man das sehen kann, aber das ist jetzt halt nass und weiß, deswegen heißt das ja auch Weißleim. Und wenn der so leicht durchsichtig wird, dann ist das super. So, deswegen ein kleines Päuschen für euch. So, das sollte jetzt lang genug angezogen haben. Hier an dem Gehäuse selber, an dem MDF, sieht man, dass das schon eigentlich fast trocken ist. Hier ist es noch ein bisschen feucht. Das ist soweit okay. So, das heißt, stöpsel jetzt mal Bügeleisen an, einfach auf höchste Stufe und mach hier schon mal Leim drauf. Man kann das auch schon mal ein bisschen anziehen. So, jetzt geht's los. So, das sollte jetzt soweit gut sein. So, das klebt jetzt. Das ist jetzt eigentlich fest. Ich lasse es aber lieber noch mal ein bisschen stehen, damit der Leim wirklich durchtrocknen kann. So, das heißt, im Prinzip genauso geht es jetzt weiter.
Gehäusekanten, leimen, aufbügeln, leimen, aufbügeln. So, bis jetzt scheint es gut zu funktionieren. Schauen wir mal, ob es hält, ob ich irgendwas vermasselt habe, sobald ich da was sagen kann, seid ihr wieder dabei. Bis später. Ach so, Bügeleisen nicht vergessen auszumachen. Ciao. Furniert, gefräst und ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Das heißt, hier wird noch mal ein bisschen drüber geschliffen über die Kanten und dann können die anderen Seiten dran kommen. Läuft. Bis später. So, es geht weiter. Die erste Fläche wird jetzt furniert. Ja, das heißt, erstmal wieder das Furnier anfeuchten, leimen, bisschen warten und dann aufbügeln. Los geht's. Die erste Seite von allen 5 Gehäusen ist jetzt drauf geleimt. Das trocknet jetzt noch was. Dann werde ich auch da wieder die Kanten abfräsen. Und da ich das Ganze jetzt einfach nur noch wiederholt, hole ich euch wieder dazu. Ich glaube, wenn alle Seiten furniert sind. Vielleicht, wenn vorher irgendwas ganz Schlimmes passiert. Aber ansonsten, bis später. Hallo zusammen. Jo, furnieren ist fertig. Alle Gehäuse sind furniert. Überstände sind abgefräst, beigeschliffen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Speziell, wenn man bedenkt, was ich alles für einen Mist gebaut habe. Deswegen, ich zeige sie euch einfach mal und dann bildet euch selber eure Meinung. Einen Moment. So, da sind sie. Ich muss sagen, dass diese gut geworden sind, speziell die Rückwände, hätte ich vorher nicht erwartet. Das hat alles richtig gut funktioniert. Schöne Kanten. Die Übergänge an den Seiten von den Furnieren. Gut, das liegt jetzt an der Maserung. Aber
hätte viel, viel schlechter sein können. 5 Gehäuse. Ja, das heißt, wenn das jetzt Häuser wären, hätten wir den Rohbau. Noch nichts tapeziert, noch nichts gestrichen. Keine Elektrik. Deswegen, was hier noch fehlt. Und natürlich hier der ganze Inhalt. Frequenzweiche kommt hier noch rein. Eine Rückwand in irgendeiner Form. Da weiß ich noch nicht genau, was ich dahin mache. Also wenn ihr wollt, schreibt mir ruhig Kommentare. Da ist alles möglich, von Holz über Alu, Plexiglas. Ja. So, dann natürlich noch die Schallwand, wo der eigentliche Lautsprecher reinkommt. Ja, ist noch viel zu tun. Lackiert müssen sie noch werden. Aber der erste große Bauabschnitt ist durch. Deswegen sage ich Tschüss und melde mich, wenn es weitergeht. Ciao.